Gauselmann, die Spielemacher. Wir gestalten die Spielewelt der Zukunft. Die M-Box, eines der jüngsten Produkte der Gauselmann-Gruppe, setzt neue Maßstäbe in der Welt des Automatenspiels. Modernste Technik, Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit, Energieeinsparung, Ergonomie und puristisches Design kennzeichnen dieses Premium-Produkt. Die M-Box weist den Weg in die Zukunft des Automatenspiels. Dieser Erfolg hat eine lange Geschichte. 1957 begann Paul Gauselmann als freier Musikautomatenaufsteller. 1974 entwickelte er die erste eigene Spielhalle nach den Standards eines Vier-Sterne-Hotels. Er nannte sie Spielothek. Seither gilt Paul Gauselmann als der Erfinder der modernen Spielstätte. 1977 brachte er nach vierjähriger Entwicklungszeit sein erstes eigenes Geldspielgerät auf den Markt, den Merkur B. Ein Verkaufsschlager, der dem Unternehmen ein rasantes Wachstum ermöglichte und den Weg zur Marktführerschaft ebnete. Unzählige Patente und Neuentwicklungen folgten. Seitdem wurden 2 Millionen Automaten made in Germany produziert. Die Gauselmann-Gruppe mit Hauptsitz in Espelkamp und Lübbecke gliedert sich heute in 3 Geschäftsbereiche. Die Merkur-Säule. Produktion und Vertrieb von Unterhaltungsspielgeräten und Geldmanagementsystemen. Entwickelt wird in weltweit 16 Game Design Teams. So entsprechen die Produkte stets den verschiedenen internationalen Standards. Die Spielotheksäule. Betrieb von 500 Casino-Merkur-Spielotheken im In- und Ausland. Die Faktoren erstklassiges Ambiente, beste Spieleauswahl, hervorragender Service und qualifiziertes Personal machen die Spielotheken der Gauselmann-Gruppe zu den beliebtesten Deutschlands. Focus Money zeichnete die Merkur-Spielotheken als beliebteste Spielstätten aus. 2013 erfolgte der Einstieg in den Bereich Spielbanken. Die Säule Neue Medien. Entwicklung und Betrieb von innovativen Produkten in höchster Qualität für Online-Gaming, Financial Services und Sportwetten. Mit X-Tipp baut das Unternehmen derzeit eine neue große Sportwettmarke für den deutschen Markt auf. Kern des Unternehmens mit über 2 Milliarden Euro Geschäftsvolumen pro Jahr sind die zahlreichen qualifizierten und engagierten Mitarbeiter. Sie machen die Gauselmann-Gruppe zu dem, was sie heute ist. Das Unternehmen fördert aktiv den Teamzusammenhalt und die Mitarbeitermotivation. So treffen sich viele der Mitarbeiter nach Feierabend zum gemeinsamen Sport. Die Betriebssportgemeinschaft Merkur Gauselmann e.V. ist mit 1000 Mitgliedern und 23 Sportarten eine der größten in Nordrhein-Westfalen. Daneben sorgen auch viele weitere Mitarbeiteraktivitäten und Events für große Verbundenheit. Beweis dafür ist schon zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber von Focus. Die Gauselmann-Gruppe ist Markt- und Innovationsführer und Motor der gesamten Branche. Seit über 3 Jahrzehnten engagiert sich Paul Gauselmann an der Spitze des Industrieverbandes VDAI. Als Vorsitzender setzt er sich mit großem Erfolg für die Belange der Automatenwirtschaft ein. So etablierte Paul Gauselmann gemeinsam mit weiteren namenhaften Unternehmen, Interessenverbänden und Institutionen 2008 den branchenspezifischen und IHK anerkannten Ausbildungsberuf Automatenfachmann Frau. Heute arbeiten zahlreiche dieser branchenspezifisch Ausgebildeten in der Gauselmann-Gruppe. Insgesamt sind weit über 9000 engagierte Frauen und Männer, darunter 200 Auszubildende, im Unternehmen tätig. Um im Beruf jederzeit das Beste geben zu können, werden die Mitarbeiter regelmäßig im unternehmenseigenen Schulungszentrum Schloss Benkhausen weitergebildet. Zu Recht wird die Gauselmann-Gruppe mit dem Qualitätssiegel Best Place to Learn ausgezeichnet. Das Schloss ist nicht nur Schulungs- und Tagungsort, sondern auch Hotelbetrieb und Sitz des Deutschen Automatenmuseums. Die Restauration ist für Paul Gauselmann und die gesamte Unternehmerfamilie ein ganz persönliches Bekenntnis zur Heimat. Für die Mitmenschen da sein, auf die Wurzeln besinnen und zur Heimat stehen, ist das Credo der Unternehmerfamilie und der gesamten Unternehmensgruppe. Lebendiger Ausdruck dieser Philosophie ist die Paul und Karin Gauselmann Stiftung mit einem Stiftungskapital von 10 Millionen Euro. Jahr für Jahr fördert die Stiftung zahlreiche Projekte in Sport, Kultur und Medizin. Den heimischen Handball-Bundesligisten und Traditionsverein TuS N. Lübbecke fördert die Gauselmann-Gruppe seit Jahren intensiv. Den Tennisverein TV Espelkamp-Mittwald unterstützt Paul Gauselmann auch in sportlicher Hinsicht. Er selbst ist langjähriges Mitglied und Ehrenpräsident. 2010 wurde er mit seiner Mannschaft deutscher Meister.
Als Förderer des Sports unterstützt das Unternehmen neben dem Profisport auch eine ganze Reihe kleinerer Vereine. So stärkt die Gauselmann-Gruppe den Sport, die Jugendarbeit und das Ehrenamt der ländlich geprägten Region. Für die Spielemacher ist soziale Verantwortung Maßstab für das unternehmerische Handeln. So setzt sich das Unternehmen in puncto Spielerschutz weit über die gesetzlichen Vorgaben ein. Für sein großes gesellschaftliches Engagement wie auch für seine unternehmerische Leistung wurde Paul Gauselmann mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und der Ehrenbürgerschaft in Espelkamp und Lübbecke ausgezeichnet. Seiner Frau Karin Gauselmann wurde anlässlich ihres 80. Geburtstags für ihr außergewöhnliches kulturelles und soziales Engagement die Ehrenbürgerwürde der Stadt Espelkamp verliehen. Der Fortbestand der Gauselmann-Gruppe als Ganzes ist Paul Gauselmann und seiner Familie besonders wichtig. Daher haben alle Familienmitglieder mit Wirkung zum 1. Januar 2016 ihre Anteile an dem Unternehmen der Gauselmann-Gruppe in die Gauselmann-Familienstiftung eingebracht. Damit ist der Fortbestand der Unternehmensgruppe über Generationen hinweg gesichert. Mit der Heimat im Herzen expandiert die Gauselmann-Gruppe zunehmend über die deutschen und europäischen Grenzen hinaus und erschließt erfolgreich neue Geschäftsfelder. Mit dem richtigen Gespür für internationale Märkte und Gaming-Trends zählt die Gauselmann-Gruppe heute zu den weltweit führenden Gaming-Konzernen. Überall in der globalen Spielewelt strahlt die Merkur-Sonne.